Hallo zusammen, hier ist 80 und wir spielen heute wieder eine Runde MechWarrior 5 Clans. In der letzten Folge sind wir weiter gegen Santandas Killer vorgegangen, also diese Piraten hier auf diesem Planeten. Und da machen wir diese Folge weiter. Vorher allerdings würde ich gerne noch an meinen Mechs ein bisschen rumschrauben, weil die letzten Missionen jetzt auch nicht so leicht waren, dachte ich mir, ich pack noch einen mittleren Mech dazu, was ich eigentlich erst nicht so machen wollte, aber ich denke, ich werde es machen. Und ich hatte mir Naomi ausgeguckt. Naomi soll auch in einen Viper kommen. Wir können ja leider, weil ich meine Ehre etwas unbedacht ausgegeben habe, können wir keinen weiteren mittleren Mech freischalten, aber wir können die Viper ja schon kaufen. Ein 40-Tonnen-Mech und ich glaube, das mache ich jetzt einfach mal. Wir gehen mal in den Marktplatz, gucken mal da nach den Battle-Mechs und schauen uns hier den Viper an. 2,2 Millionen Kerenskis kostet der. Wir haben 6,4. Wir machen es einfach mal. Zack, Viper ist gekauft. Zurück und beziehungsweise wir können mal verkaufen. Wir haben ja noch. Wieso haben wir hier so viel Auswahl? Wir haben hier so viel Auswahl, weil jeder Mech, den wir haben, zum Verkauf steht hier. Jetzt haben wir, glaube ich, den Mistlings. Den haben wir tatsächlich gerade nicht in Benutzung. Genau, den können wir verkaufen. Brauchen wir aber eigentlich noch nicht. Den können wir auch da behalten. Kann man den irgendwie so einpacken, dass man sagen kann. Ne, kann man nicht. Ich hätte den gerne so irgendwie eingepackt, dass man irgendwie erkennen kann, dass wir den verkaufen können, weil das war mir jetzt irgendwie aus der Verkaufsliste nicht ersichtlich, dass der gerade nicht in Benutzung ist. Egal. So, wir nehmen den Viper, sagen Pilot zuweisen, sagen Naomi. Naomi war, schauen wir mal eben ganz kurz gemeinsam rein in die Kaserne. Naomi hatte gute Skills für SRM-Waffen, also für Kurzstreckenraketen. Einmal hat sie nämlich einen Bonus auf Reichweite. Gut, der Bonus auf Reichweite wäre auf Langstreckenraketen fast schon sinnvoller, weil 10% von viel ist viel, während 10% von wenig immer noch wenig ist. Aber egal, die Raketenstreuung hat sie auch ganz gut und die Wärmemanagement hat sie auch ganz gut. Wärmemanagement ist auch dann gut für Laser, also gebe ich ihr SRM und mittlere Laser. Soweit der Plan. So, also gehen wir zurück in die Einrichtung, in unsere neue Viper. Da müssen wir noch mal schauen. Wir sagen Ausstattung bearbeiten. Wir haben das normale, den Standard Omnipod drin, der hat schon zwei Raketenslots und zwei Medium, beziehungsweise zwei Laserslots. Das wollen wir auch so behalten. Wir packen raus die Machine Gun und die Machine Gun Ammo packen wir raus. Tschüsschen. Wir lassen das AMS und Jump Jets erstmal drin. Müssen wir mal gucken, wie das so hinhaut. Zwei Medium Puls Laser lassen wir auch drin. Da haut aber nicht viel hin. Vielleicht können wir aber das SRM-4 gegen eine SRM-6 ersetzen. 1,5 Tonnen hätten wir noch eine halbe Tonne Platz, um zum Beispiel ein SRM-Half einmal rein zu tun und sind bei 40 Tonnen dann genau. Das ist schon mal nicht so schlecht, aber auch nicht so gut. Ist mir ein bisschen wenig Munition. Wie viel Munition ist es denn eigentlich? 150 in dem normalen und 75 in den Dings. Wären zusammen 225 geteilt durch 6 wären 30, 4, ja, ungefähr 35 mal schießen damit. Ist eigentlich nicht wenig. Ich weiß noch nicht, wie schlecht die zielen und wie schlecht die schießen, die Kollegen hier oder die Kolleginnen. Deswegen wäre es mir eigentlich lieber, wenn ich noch einen Ticken mehr. Ich könnte ihr, oder kann ich die Jump Jets rausnehmen? Nee, ist fest im Omnipod mit drin. Das ist neu für mich. Zur Erinnerung, ich habe bisher nie mit Clan Mechs gespielt in allen meinen MechWarrior-Spielen. Deswegen diese Omnipod-Logik ist mir noch nicht so ganz, oder habe ich für mich noch nicht so ganz erschlossen. Anscheinend gehören die Jump Jets mit in diese Omnipod-Geschichte und ich kann sie nicht ändern. Ich könnte natürlich das AMS rausnehmen, wären 0,5 Tonnen und nochmal eine Tonne Munition, 1,5 Tonnen gespart. Das wäre natürlich nicht so übel. Dann könnte man es mit Munition so richtig übertreiben, aber es gäbe kein AMS mehr. Aber ist okay. Machen wir mal einfach. Wir packen die Half-Ammo raus, machen da eine ganze Ammo raus und haben dann noch eine Tonne frei. Das ist jetzt zum Beispiel etwas, die letzte Tonne hätte ich gerne in Armor gepackt, in Rüstung, aber es geht auch nicht, weil das anscheinend auch Bestandteil des Omnipods ist. Das kenne ich vom MechWarrior nicht. Da kann man die Rüstung selber reinpacken. Packen wir einfach noch, beziehungsweise wir schauen mal einmal kurz auf die Wärmekapazität oder Wärme, auf die Kühlung 1,4. Könnte auch ein Ticken besser sein.
Deswegen packen wir hier vielleicht noch, wenn es geht, ein Double Heatsink rein für eine Tonne. Bumm. Ja. Leider steht es immer noch auf 1,4, aber hier ist jetzt irgendwie so ein grüner. Ich nehme an, wenn ich jetzt sage, Änderungen speichern und die Kosten bezahle, dass dann jetzt hier nicht mehr 1,4 steht, sondern 1,6. Genau, da steht es. Alles klar. Gut, genau. Double Heatsinks, wir haben es noch nicht so richtig thematisiert in dieser Serie. Die Heatsinks sind das, die, also Wärmetauscher auf Deutsch, glaube ich, die wandeln quasi Wärme oder leiten Wärme ab, so muss man sagen. Die gibt es in einfacher Version und in Double-Version. Die Double-Versionen sind ein bisschen effizienter als die einfache Version. Da steckt mehr hinter, aber jetzt mal kurz gesagt, so ist es. Und deswegen passt das. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wir gehen in die Missionszentrale und gucken uns jetzt die nächste Mission an, die vermutlich auch die letzte Mission hier auf diesem Planeten ist. Kurz gelesen, Santandas Killer. Die Geheimdienste des Clans haben Informationen zusammengetragen, die darauf hindeuten könnten, dass Valasek sein Lager in einem ausgetrockneten Flussbett aufgeschlagen hat. Wir erinnern uns, Valasek ist der Boss von den Piraten. Die Temperaturspitzen in der Gegend könnten mit den vermissten Fusionskernen zusammenhängen. Untersucht das Missionsgebiet, schaltet den Strom zu diesem provisorischen Versteck ab und lockt diesen Feigling und seine Piratenbande aus ihrem Versteck. Das wird interessant, wenn es wirklich letzte Mission ist, werden wir wohl auf den Boss treffen und der Boss hat dann Battlemaster ist ein Assault Mech. Star Commander Jaden, you were ordered to deliver results and your star has come through. We have pieced together the intel recovered from your last operation, and the results are promising. The reports indicate Valasek and his band of pirates have taken refuge in a partially dried up riverbed, surrounded by a complex network of rock overhangs. Clan intelligence has been unable to ascertain Valasek's exact numbers. However, we have identified thermal signatures consistent with the missing dropship reactors. It is our belief that Valasek is using the reactors to power his secret encampment in the mountains. You must insert and investigate the sources of the heat spikes. Once you visually confirm the target dropship reactors, destroy them. Then the bandits will be flushed out into the open. Valasek will be forced to honor the Batchal one way or another. Your performance thus far has inspired confidence, Cobalt Star. See that it continues. Überhaupt kein Problem, bestätigen. So, mal sehen. Boah, wir könnten 205 Tonnen mitnehmen, wir haben aber nur 180. Wir könnten nochmal um 20 Tonnen das Ganze erhöhen, wenn wir nur mit Medium Max losgehen würden. Wenn ich die beiden Leichten auch noch ersetzen würde, da würde es mit den Kerenskis aber knapp werden. Wir lassen es so, wir versuchen es einfach. Ich meine, mehr als schief gehen kann es nicht. Bis jetzt waren die Schwierigkeitsgrade oder der Schwierigkeitsgrad war durchwachsen hier und da, war sehr leicht, dann wiederum sehr schwer. Wir werden sehen. Jaguar Ops, Condor 108. Approaching LZ. No hostiles in the area. Standing by for drop clearance. Acknowledge, Condor 108. Clearance authorized. Drop at your discretion. Nothing on scanners. Opening key bay doors. Prepare for drop. Cobalt Star, immediate deployment at the planned LZ. Deploying mech assets. Jaguar Actual, we are up and running. Designated nav route. Stay alert on approach, Cobalt One. There is no doubt the perimeter around the fusion cores will be heavily guarded. Affirmative. Der letzte Droppunkt in der letzten Mission, ich meine, der sah hatte oder wäre auch so ein Trichter gewesen im Boden, ne? Irgendwie so meine ich jedenfalls. Da haben wir schon Pirates are blocking our path. Schon die ersten Gegner. Raven. Watch out! There are mechs dropping in from above. Ah, going weapons hot. Let them show us their weapons. Was haben wir da? Einhörner. Boah, 4 Medium Laser und SRM-4. Das ist eine richtige Nahkampfsau dafür, dass es ein leichter Mech ist. Jedenfalls. Aber er ist schon gecored. Das ging schnell. Ein Assassin. Aber gerade haben wir doch einen Raven noch irgendwo gesehen. Na, wo ist der denn hin?
engaging Star Commander's target. Ich bin der Star Commander. Hört sich ein bisschen an wie Star-Lord, ne, von Guardians of the Galaxy. Der Star Commander. Aber was ein Stern ist, haben wir jetzt schon oft genug thematisiert. Da ist er. Da ist der Raven, ja. Wir haben ja einen dabei mit LAMs. Also ich ist jetzt kein LAM-Boot, so wirklich, aber der hat relativ viele LAMs. Und trotzdem sind alle von unseren Leuten hier relativ weit vorne mit dabei. Im Nahkampf quasi. Okay, die stehen da schön oben. Au! PPK, okay. Mach den mal zuerst weg. Mach den doch mal zuerst weg. Ja, es ist weit außerhalb der besten, der guten Reichweite meiner Waffen. Aber gut. Sehr gut. Falsch. Nein. Ah, ach du liebe Zeit. Gut. Den Spider macht mal zu. Schade, dass sie nicht oben geblieben sind. Die Kollegen, nachdem wir den PPK-Gegner weggemacht haben. Vor allem er hier mit seinem Medium-Laser, war das Einzige, was er hatte von da oben. Quasi wie bei mir auch. Wäre okay gewesen, wenn er oben geblieben wäre. Ich hab's letztes Mal schon gesagt, ich sag's diesmal nochmal. Ich habe das Gefühl, dass die Bia irgendwie an einem anderen Tonstudio war, die Sprecherin. Das ist ein Panzer, ne? Jawohl. Bodeneinheiten. Target destroyed. Gehen wir mal langsam nach vorne. Wir müssen es nämlich auch nicht übertreiben. In der Summe sind die schon auch unangenehm, ne? Oh. Da waren die LAMs gerade. Ah ja. Gut, wir müssen ihm natürlich auch ein Ziel geben. Man könnte jetzt das Ganze als Strategiespiel spielen und natürlich den, der die LAMs hat, so ein bisschen hinten versuchen zu halten. Aber gut, da kommt es ja jetzt. Also die Leute brauchen den Spieler ja vorne im Kampf, denn so gut sind sie halt nicht. Oh shit. Oder? Ne, schon kaputt. So, finde den Fusionskern am Waypoint Alpha. Too busy honing his skills as a spineless coward. If the rest of the great houses follow suit, this invasion will be over before it even begins. Naja gut, das ist ja keiner der großen Häuser, das ist ein Pirat, also von daher bitte. Das hätte aber unangenehm können, dieses VTOL, dieser Senkrechtstarter da mit 4 AC-2, Autokanonen 2, wäre schon, hätte unangenehm werden können. Aber gut, wir haben es schnell gemacht, war in Ordnung. So, den holen wir uns von hinten. Oder auch nicht. Doch. Ja. Schön. Da macht er nicht viel. Und ein kleiner Kommando. Da ist irgendwas sehr Rotes da hinten eingezeichnet. Müssen wir da wohl einen Generator zerstören? Alles klar. Ich wollte gerade sagen, ein Gebäude zerstören, ja. Ich muss gestehen, in der Aktion höre ich nicht immer so zu, was die alles so erzählen, möglicherweise. Deswegen bin ich da manchmal ein bisschen ratlos. On the Star Commander's target. Detonation confirmed. One target down. Moving on. Alles klar. Alles klar. Valisek must know we are targeting the dropship cores by now. They will get more desperate. This time they cannot use them to lure us into a trap. They'll try. Or buy Valisek enough time to scurry into another hole. A cornered animal will do what he must. That is why we need to watch our step. Ich meine, es geht jetzt gleich nach links weiter, ja? Nicht? Von da bin ich doch gekommen eigentlich.
Das war doch, dieser Punkt war doch der Generator, oder ging es dahinter noch weiter? Ich glaube, dahinter ging es dann doch noch weiter, ne? Ja, ich hatte jetzt gerade, wo gerade meine Leute wieder durchs Bild rannten, mit ihrem relativ einfachen Skin, was ich benutze. Ich fühle es nicht so, dass die Clans, diese Elite-Clan-Soldaten da so irgendwelche piratenmäßigen Camouflage-Dinger benutzen. Das finde ich irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ach, hier geht's drüber. Das finde ich ein bisschen merkwürdig. Das finde ich so mit diesen einfachen Skins dann doch irgendwie besser. So konzentriert aufs Wesentliche quasi. Sensors are tracking heavy resistance ahead. Must be closing in on the second dropship core. Oder was mit dem Nebelpaar da drauf, ne? Das wäre natürlich auch cool dann, aber. If they're clever enough to crater us, we deserve our fate. Do not be in such a rush to die, Liam. Your brain is bigger than the average Surat. You might come in handy out here. Target. Mhm, mhm. Target destroyed. Den anderen haben wir auch schon, den Jenner, jawohl, den haben wir auch schon. So langsam wird die Panzerung rot und wir sind erst beim zweiten Wegpunkt von dreien waren es, glaube ich. Mal gucken. Wie geht's denn den anderen? Boah. Auch nicht unbedingt besser. Oh. Enemy down. Target destroyed. AC-5 und Machine Gun. Okay. Target reactor core in sight. Maneuvering for a shot. Hostile detected. Vindicator. Engaging your target. One down. So, ich lenke ihn ab und ihr macht, was ihr am besten tut. Das kommt mich aber gerade teuer zu stehen, das Ablenken. Gefühlt. Die Arme sind nämlich gut, seine sind ab, aber. Hey, I'm on your side. Ja, tut mir leid. No escape from them now. Okay. New target. Target destroyed. Alles klar. So, hier ist noch einer. Ist das hier ein Tor, was man aufschießen kann? Ja, ist ja gut. Ich habe ganz vergessen, in dem anderen Ort den Scanner nochmal anzuschmeißen, nachdem wir da alles kaputt gemacht haben. Aber ich habe ja beim Reingehen, meine ich, gescannt und da war nichts. Von daher wird das schon okay sein. So, ich mache das hier mal alleine, habe ich mir gerade überlegt. Ja, oder auch nicht. Weil es Munition spart. Ja, du musst nicht noch drauf schießen, ist schon kaputt. Okay, letzter Generator, glaube ich. Ich bin der geschrottetste von allen. Bums. Da wollen wir uns doch mal ein bisschen zurückhalten, glaube ich. Wir machen mal Folgendes, wir machen mal richtig jetzt taktisch, oder feige kann man auch sagen, schicken unsere Leute mal vor. Eigentlich müssen wir jetzt sagen, man schickt nur die vor, also nicht den LRM-Menschen vor, aber... I have eyes on a target of opportunity. Mhm. Enemy comms tower. Scan mode engaged. Valisec may be using it to try and find a way out. Take it out if you can. Ja. Scan salvage. Das schaffen wir, würde ich sagen. Scan mode. Oh, Moment. You have more hostiles incoming. Okay, okay. Shred them. Ja. Das machen wir aber auch. Allen Befehlen mir folgen. New hostile detected. Spider. Ach, schade, dass wir jetzt nicht mehr im Visier haben. LRM hätte jetzt schön den Spider schon auseinandernehmen können, bevor es überhaupt in der Nähe war. Astar Commander, on your target. Schon ein Bein verloren. Ich gehe wieder ein bisschen zurück. Unit down. So, sehr gut. Aber noch einer. Javelin. Hey, I'm on your side. Ja, ich weiß. Ich habe aber mal das Gefühl, dass wenn ich nichts tue, dass es dann halt sehr, sehr viel länger dauert, ne? Irgendwie, ich wollte gerade sagen, hinter uns ist doch noch was. Ich habe auch schon einen Arm verloren jetzt, so eine Kacke. So, komm, Leute. Target destroyed.
Alles klar. The field is clear, Jaguar Base. Oh, kommt der näher. So, zerstöre die Kommunikationsanlage. Ist das... Ja, klar, das wird die Kommunikationsanlage sein hier. Oh, oh. So, hier ist nichts. Jetzt müssen wir eigentlich einen neuen Navigationspunkt haben. Wahrscheinlich ja da hinten irgendwo. Oh, da gibt es was zu scannen. Da gucken wir dann doch als erstes mal. Hier liegt was in der Luft. Also ich meine, wörtlich, nicht im übertragenen Sinne. Scan complete. Liam, does this look like what we need? Yeah, these should work. Disengaged. Considering what he has done, I'm surprised Valsec does not try to escape off-world. Why would a king abandon his kingdom? Ja gut, okay, wir müssen in diese Richtung weiter. Gut, war jetzt auch irgendwie der einzige Weg, der weiterführte. Ne? Wenn man jetzt mal auf die Map guckt, ist das der einzige Weg. So, ich hoffe fast, dass wir dem King, also Valasek, nicht mehr begegnen. Denn wenn nicht so unsere Max... Oh, Ezra hat es zerlegt, sehe ich gerade. Ist mir vorher gar nicht so richtig aufgefallen. Habe ich gar nicht so richtig mitbekommen. Ja, übel. Wenn jetzt noch ein Battlemaster kommt mit... Vielleicht ein paar Geleit-Max. This must be our gate. Scan mode engaged. Okay. Security overridden. That did it. Scan mode gates are opening. Das nichts? Scan mode engaged. Mhm. Kommt mir irgendwie komisch vor, aber okay. Okay, den letzten Generator. Ich denke die ganze Zeit daran, dass ich zwei Medium-Max noch hätte mitnehmen können, statt leichter. Wäre vielleicht nicht so falsch gewesen. Scan mode engaged. Scan mode disengaged. New target. We have detonation. Final reactor core destroyed. Oh, Reparatur. Sehr schön. Das, oh. Das ist notwendig. I am marking coordinates for an extraction zone. An allied ship is incoming, but you will need to keep the killers at bay until they arrive. Okay. Blast everything and anything that comes at you. Ah. Kann ich nochmal? Nein, kann ich nicht. Gut, war klar. So, Mia, du auch. Beziehungsweise fang mit Liam an, falls es nicht mit für alle geht. Ach nee, man kann die wieder nur einmal benutzen. Ja, habt ihr Pech gehabt. Das tut mir leid. Shit. Und das war auch nur diese eine, ne? Mehr ist hier nicht zum Scannen oder sowas, dass wir noch eine Reparaturbucht finden irgendwie. Nope, da ist noch was. Geschützkontrollturm. Hier waren keine Geschütze. Aber vielleicht kommt da noch was. So. Und das Ding ist jetzt auch weg wieder, okay. Tja, schlecht für euch. Ah, jetzt sind jetzt unsere Geschütztürme da unten, alles klar. Sind schon viele Geschütztürme. Das ist doch ganz schön. On the Star Commander's target. So. Oh, wieder so ein Nahkampf-Dinner. Mit einem Bein weniger. Sehr schön. Sehr schön. Hier ist noch einer. Ja, ein Bein. Kommt. Ja, ach, ist ja schon fast komplett kaputt. Aber eben nur fast. Exposed reactor. Explosion imminent. Hm. Und hier sollen wir extracted werden. Hier ist irgendwie wenig Platz so gefühlt. Zumindest extracted werden. Und? 2,5 Minuten müssen wir aushalten, alles klar. Und haben die Geschütztürme was gemacht? Ich habe jetzt nicht so drauf geachtet. 4 Medium Laser ist jetzt nicht so übel. Aber es ist halt relativ weit weg von der Action. Ja doch, da passiert was. Die, da waren hier von links, glaube ich, auch die Geschütztürme am Start. Oh shit.
Something worse. They will fight to the last. We must too. Alle auf den Jenner. Taking a lot of heavy hits. Ja. Geht uns allen irgendwie so. Komm. Sehr gut. On the Star Commander's target. Bitte, ja. Hatte ich auch vor auf den Jenner geschickt, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass alle drauf geschossen haben. Hey, I'm on your side. Oh, sorry. Ja, voll gepennt jetzt gerade. Ich nehme alles zurück. So, jetzt da oben. Schön das Bein. Jawohl. Nehmen wir den zuerst. Lass den anderen mal in Frieden. Das machen vielleicht die Geschütztürme auch. Oder auch nicht. So. Hinter uns sind wieder welche. Ja, ich weiß. Aber der da oben sollte auch weg. Der steht immer noch. So. Zikade. Die habe ich in MechWarrior Online sehr gemocht. Sehr flexible Max. Sowohl sehr, sehr schnell, aber können auch ganz gute Bewaffnung haben. So, wir haben wieder einen Piloten verloren, glaube ich, ne? Naomi, genau, wir sind noch zu dritt. Liam ist aber auch schon sehr hin. So, komm, zentraler Dings. Sauber. Wir müssen mal die Leichten, glaube ich, jetzt erst aus dem Spiel nehmen. Den Javelin zum Beispiel. Der hält aus. Aber lieber erstmal die Leichten wegnehmen. Der hat mich auch 4 mittlere Laser, genau wie ich. Das ist also keine schlechte Bewaffnung, grundsätzlich. Sehr gut. Ja, machen wir sofort. Good copy. Moving to extraction zone. Condor 02, this is Star Commander Jaden. Standing by for evac at extraction zone. Ah, wir sind schon direkt da, wo wir hin müssen. Forces have nowhere to hide. Ja, wir kämpfen gerade ums Überleben. Prepare for a hunt. Also viel unpassender ging es jetzt nicht mit den Funksprüchen, dass der jetzt hier auf der Flucht ist und wir ihn jetzt ganz einfach wegmachen können. Mach dich bereit für die Jagd. Ey, wir waren 3 von unseren Mechs waren weg und die beiden, die wir noch hatten, waren unter 50% oder so. Wir wären zerballert worden, wenn das Dropship jetzt nicht gekommen wäre. Also das, egal. Valasek ist entlarvt und kann nirgendwo hin. Seine Zeit ist abgelaufen. Es ist an der Zeit, dass wir dem ein Ende bereiten. Die Drecksarbeit der Piraten wird Santander nicht länger beherrschen. Naja, gut. Denken wir nicht weiter darüber nach. Fortfahren. Mission erfolgreich. Gerade ebenso. Fortfahren. Komponenten. Wir haben am wenigsten Waffenkomponenten, deswegen knallen wir da mal ein bisschen mehr rein. Ohne es jetzt genau zu berechnen. Beanspruchen. Star Commander. Hey, Naomi. Can you hold up for a second? I just wanted to say good work out there. And sorry for not reaching out sooner. No apologies needed, Star Commander. Jaden is fine when we are off duty. Aff, Jaden. Truth be told, I am happy for a chance to see action for a change. For a change? You have fought in the trials before, Quia? Have. But that was nearly a decade ago. A decade? I formerly served with the Jaguar Grenadiers, but my galaxy commander, Andreas Showers, stifled my career by bidding away my star at every opportunity. Ridiculous. Why not challenge such an obvious insult? My entire star did. Unsuccessfully.
Did you try transferring to another galaxy? Half. But Andreas barred it. The sick bastard kept me around to pad the cutdowns of his bidding. After Andreas died, I successfully petitioned Commander Perez for a transfer to Beta, where I was paired with you and your Sipkin. Well, you have been a valuable asset to us so far. The Grenadiers lost out. Thanks. This invasion is my opportunity to make up for lost time. This may be my last chance to make something of myself, to avoid reassignment to a Salama cluster. Those clusters, they are for the old and dying. You have plenty of time before that day comes. Time comes for us all, young Kit. If you live long enough, you too may have to come to grips with that reality. But thank you, Jaden. Your optimism is a refreshing change from the one-upmanship I am used to. Naive as it may be. So, wir haben ein neues Tarnmuster, Franken. Franken hatten wir, gibt es auch im MechWarrior Online. Ein neues Chassis, Nova, sagt mir gar nichts. 650 Ehre, schön, da werden wir auf jeden Fall diesmal als allererstes werden wir den Mech freischalten und 2,5 Mille Kerenskis. Das sieht doch gut aus. Wir gucken mal in die Einrichtung, wir gucken ins Forschungslabor. Achso, da gucken wir auch. Die Meilensteine, da können wir anscheinend was abholen. Jawohl, zack. Und hier auch, zack. Oh, ganz viel sogar. Alles klar, sehr schön. Wir schauen noch kurz in die Forschung rein. Wir haben aber noch eine lange aktive Forschung. Da müssen wir also nichts ändern. Wir schauen aber jetzt in den Marktplatz zum Freischalten. Nova, wie viele Tonnen hat der denn? Das würde mich mal 50 Tonnen. Oh, das ist ja schon schön. Das ist ja schon schön. 50 Tonnen. Und ohne Ende sieht man schon an der Optik. Ohne Ende. Ja, 12 Medium Laser. Alles klar. Und Jump Jets. Was hat er denn für eine Kühlung? Wo haben wir es? 3,6 bei 12 Medium Laser. Extended Range. Gut, kein Puls. Extended Range. Kann ich mir schon vorstellen. Ja, werden wir auf jeden Fall direkt mal freischalten. Der Edda hat nur 35 Tonnen, den können wir eigentlich gar nicht gebrauchen. Shadow Cat wäre nochmal interessant. Eine Ghost Rifle ist so eine Art Scharfschützengewehr. Jetzt mal ganz vereinfacht dargestellt. Und auch zwei ER Medium Laser. Ja, wir nehmen erstmal Nova. 50 Tonnen ist auch mehr Panzerung und so weiter. Schalten wir frei. Ein Nova wurde zu deinem Inventar hinzugefügt. Zusätzlicher Kaufpreis 2,3 Millionen Kerenskis. Jetzt habe ich nicht darauf geachtet, wie viel wir vorher hatten. Haben wir das schon schon bezahlt jetzt oder? Egal. Gucken wir uns auf jeden Fall mal an. Wobei ich, nee, Quatsch. Wir gehen in die, auch Quatsch. Wir gehen in die MacBook, das habe ich gesucht. Der Nova, den kriegt natürlich den Star Commander, kriegt den natürlich selber. Das heißt, wir machen Pilotzuweisen, wir machen Jaden, dass man da nicht seinen eigenen Namen eingeben könnte, so als Callsign oder sowas, zumindest. Naja. So, das bedeutet, wir haben trotzdem nicht unbedingt genug. Obwohl, jetzt habe ich ja dadurch, dass ich... Nee, wir brauchen mehr Mechaniker. Mindestens 3 Mechaniker mehr. Ist halt so. Wir können unmöglich mit kaputten Max ins Gefecht gehen. Wir brauchen noch viel mehr als 3 Mechaniker. Der ist auf 100. Der ist auch nur auf 95. Und der ist sogar noch auf 79. Alter Schwede. Wie viel haben wir noch? Oh.
Möchte ich gar nicht. So. Wir brauchen noch mehr. Ja gut, wir gehen nicht mit defekten Max in die letzte Schlacht hier, das machen wir nicht. Achso, man kann, wenn ich es richtig verstehe, man kann nur maximal 5, nur maximal 5, das sehe ich jetzt erst, oder das raffe ich jetzt erst, man kann nur maximal 5 Mechaniker zuweisen. Da müsste man die Mechaniker schon eher aufwerten, damit es klappt. Da fehlt natürlich jetzt wieder die Ehre für, wie immer, meine Dummheit, nicht genug zu lesen. Hat es mal wieder rausgerissen. Was wir aber natürlich machen können, ist, ich habe mir selbst die Nova gegeben. Das heißt, ich könnte die Viper zuweisen. Ja, da habe ich jetzt sogar einen inaktiven Mechaniker. Naja, gut, egal. Techniker, warum kann ich nicht... Warum kann ich jetzt dem Viper nicht einen Piloten zuweisen? Achso, weil wir jetzt gerade im Reparaturmodus drin sind, alles klar, verstehe. So, Pilot zuweisen, wenn ich dem jetzt Naomi gebe... Pilot zuweisen, dann muss ich ihm natürlich hier mal die Ausstattung bearbeiten. Wir gehen hier rein und sagen, wir entfernen die Waffen und das und den Medium-Puls-Laser. Das geht ja relativ zügig, zack. Speichern die Änderungen, das kostet uns nichts, weil wir nur Sachen ausgebaut haben und bauen die dann einfach hier rein. Und dann haben wir auch einen reparierten Mac, den wir mitnehmen können. Geht natürlich nicht, weil ich das Omniport ja verändert hatte. Aber kann man das vielleicht verändern, weil wir ja das Omniport schon haben. Und das kostet uns nichts. Ja. Ja, kostet uns nichts. Alles klar. So, MP-Laser bleiben drin. SRM-4 haben wir durch eine SRM-6 ausgetauscht. SRM-Ammo, hier hatten wir auch nochmal SRM-Ammo drin. Und dann hatten wir hier drüben noch ein... Double Heatsink drin. Richtig? Falsch. Nee, nicht falsch, sondern hier haben wir die Machine Gun ja rausgenommen. Und das AMS haben wir hier rausgenommen. So. Das speichern wir jetzt. Kostet nichts, weil wir es ja alles haben. Okay, wir haben wieder 5 einsatzbereite Macs. Gucken wir uns mal den eigenen Mac an. Die Nova, den Nova, wie auch immer. Hat 12 ER Medium Laser, 8 Double Heatsinks. Ist eigentlich okay. Und Sprungdüsen. Möchte ich eigentlich fast nichts dran ändern. Würde aber gerne die beiden 30er rauspacken. Kann ich oder können wir eventuell noch einen Nova kaufen? Marktplatz, Battlemax. 2,3 Mille. Machen wir einfach. Gucken wir mal, ob wir schon Omnipod da irgendwie ändern können. Aber müssen wir, glaube ich, ja freischalten. Ne? So ist es. Für 300 Mac XP, die wir ja noch gar nicht haben können. Das bedeutet, wir können das jemandem geben, der auch mit Lasern einigermaßen umgehen kann. Das weiß ich jetzt leider nicht mehr auswendig. Deswegen müssen wir mal eben gucken. Müssen wir aber eh gucken. Abkühlung Raketen, das bringt gar nichts. Der kann auch nichts hochleveln. Der sparen wir mal die EP mit Liam. Jaden sind wir selber. Energie, Reichweite. Eigentlich bräuchten wir was mit Energie, also mit einer Mischbewaffnung, ne? Auf langfristig. Wir lassen es erstmal. Ezra. Energiereichweite, Abkühlung. Ezra war Ballistik und Energie. Dann packen wir mal das auf Abkühlung hier noch XP. Ezra merken wir uns. Ezra bekommt den zweiten Nova. Sie spart nicht, sondern geht aufs Wärmemanagement. Und Mia, Wärmemanagement ist immer gut. So, Ezra bekommt den anderen Nova. Zack. Das passt auch super, weil er einen 30-Tonner vorgefahren hat, ne? Schade, dass die Viper bei 79% ist. Ich würde den Arctic Cheetah nämlich auch wirklich gerne austauschen. Aber so funktioniert es einfach nicht. Ist halt so.
Ich kaufe jetzt nicht noch einen. Nein, ich kaufe nicht noch einen. Okay, Forschungslabor müssen wir nichts machen. Wir haben noch 75 Ehre. Können wir hier... Achso, das waren... Ach, die Chassisverbesserung, okay. Mac-XP. Meilensteine waren nur die Dings. Für die Omnipods brauchten wir... Auch Mac-XP. Können wir vielleicht. Liam war der LRM-Profi. Wobei beim 30-Tonner Mac ist mit LRM halt auch nichts. Ne? Da ist halt irgendwie... meine, er hat insgesamt eine LRM 15 quasi drin. Aber da fällt mir gerade ein. Nein, falsch. Da fällt mir gerade ein, eigentlich ist doch besser... eine LRM 15 zu haben, statt einer LRM 10 und einer LRM 5. Richtig, denn die LRM 10 wiegt 2,5 Tonnen. Die LRM 5 wiegt 1 Tonne, sind wir bei 3,5 Tonnen. Eine LRM 15 wiegt auch 3,5 Tonnen, okay. Okay. Ja, lassen wir so. Lassen wir alles so. Gehen so in die nächste Mission. Hab nicht so ein gutes Gefühl dabei. Aber gut, wir haben schon eine ordentliche Tonnage mehr. Mal gucken. War doch nicht die letzte Mission übrigens. Der Piratenkönig. Santanders Killer. Koboldstor. Valasek bekommt jetzt seine Abrechnung. Wenn sich der Staub gelegt hat, wird er die wahre Macht des Nebelpaders verstehen. Aber er wird diese Weisheit ins Jenseits tragen. Sichert eine Landezone für Sakan Viva und die Shroud Keshik und überwacht unseren Vormarsch, damit wir diesen Piratenkönig ein für alle Mal erledigen können. Star Commander Jaden. Commendable work. Thanks to you, we have destroyed Valasek's primary power source and rescued hostages who have been invaluable at locating the killer's various safe houses. Now, all that is left is to close the noose around Valasek himself. The rest of the 362nd has swept wide and advanced on the locations provided by the liberated prisoners. We have spotted Valasek's battlemaster and are in the process of driving him back into this ravine. Soon, he will be trapped with nowhere to run. Good. Have the 362nd continue to drive Valasek back, but keep your distance. My Shroud Keshik and I will deal with him personally. Star Commander Jaden, I want Cobalt Star to secure the Shroud Keshik and LZ and help screen our advance. You have shown keen instincts over your time on Santander. It is only right that your efforts are rewarded. It is time we finished this. Alle auf 100%. Wir haben 210 von 220 Tonnen. Das ist okay. Also da hätten wir sowieso nicht mehr ganz so viel machen können. Das wird schon hinhauen. Condor 409er. Reroute to LZ Bravo by command of Sakan Weaver's operational update. Jaguar Ops, clear copy. Transitioning to LZ Bravo, 409er. Cobalt Star, updated drop location transmitted. Shroud Actual, we are in the field. Good. My broadsword is inbound on Nav Point Alpha. Advance and clear the field. We will be with you shortly. Af, it will be done. We got mines around the LZ. Lots of them. Give us some time to clear them out. Neg, we will not give Valasek an opportunity to slip away. Prioritize the mines around the immediate LZ. You can clear out the others as we advance up the field. A shame we won't be the ones to take Valasek out. He is the Sakan's to kill. After what he pulled, Weaver will not let such a dishonorable act go unpunished. Eyes up, everyone. We have company. Okay, so, wir sollen die Minen hier...
wegmachen und natürlich die Gegner killen. Your LZ is clear. Roger, Cobalt. Proceed up the field and clear a path. We will form on your six. Target. Target destroyed. Target eliminated. Target destroyed. So, jetzt ist es jetzt schon kritisch. Eieieiei. So, wir können jetzt hier so einen anderen Schussmodus aktivieren. Ich hoffe, das geht mit Backspace. Bin mir nicht ganz sicher. Nein, das war falsch. Muss ich nachher mal gucken. Man kann die so chainen quasi. Und dass man dann die einzelnen abschießt, so nacheinander. Das macht schon Sinn. Scan salvage. Marked for pickup. New target. On the Star Commander's target. Disengaged. Musst du ein bisschen jetzt langsamer schießen, ne? Darf nicht einfach so ballern, sondern ein bisschen bewusster. Good. Scan for any surprises, Cobalt. We will be touching down shortly. Gut. Scan mode disengaged. Also sie ist okay. Away. Good hunting, Shroud. Jaguars, I am with you. Das ist doch mal eine ordentliche Gewichtszunahme, ne? All but Valisek's Battlemaster. He is mine. Cobalt 1, scout ahead and clear us away. Get me to Valisek. Okay. New hostile detected. On the Star Commander's target. Incoming missile. Target. No escape from them now. New target. Oh, Jagamek. Hi, hi. Der ist was schwerer. Ja, ich weiß. Target destroyed. Und ein Griffin. On the Star Commander's target. Ne, wie könnte ich nochmal schießen? Ja, so Extended Range, Medium Laser haben schon, eine bessere Reichweite, ne, kann man sagen. Im Nachhinein hätte ich aber vielleicht lieber zweimal rausgenommen von denen und noch einen Heatsink reingebaut. Ich hätte mich durch den Wert der Wärme, des Wärmeabbaus, habe ich mich so ein bisschen vielleicht in die Irre führen lassen. So, irgendwo ist da hinten. New hostile detected. Archer. Archer hat richtig fett LRM-20, ja. Zwei Stück LRM und dann Streak auch noch. Die bleiben so ein bisschen näher beieinander, die Raketen. Und treffen deswegen auch besser insgesamt. Ist eine unangenehme Geschichte, wenn der dazu gekommen wäre, viel zu schießen. So, ins Wasser, das ist eine gute Idee. Da bleibe ich auch dann. Ist das tief genug für einen Hitzevorteil? Ja. Sehr gut. Ja, 5 Minimum Hitze liegt vermutlich daran, dass der Planet einfach so warm ist. Vorsicht. Oha. Okay. New target. Target destroyed. Ja, die schießen schon hier die Türme weg, bevor ich es überhaupt sehe. Enforcer. Da ist was. Lässt sich schlecht erkennen in der Distanz. It is a great honor to fight at the Sakan's side. I cannot wait to see her in action again. You kids are in for a treat. Leadership in the clans only goes to those strong enough to claim it. Sakan Weaver is among our best. It is a shame that she was denied the Khanship after Leo Shower's ascension to Ilkhan. Lincoln Ossus outmaneuvered her. It was shrewd of him to set the trial on the hull of the Sabercat. Mechs do not do well in space. Maglock to the hull of a warship. This outpost looks like a civilian installation. It likely is, but that is not stopping Valisek from using them as human shields. Zezgra. New target. Indeed. Make them pay for their cowardice. Do not let them exploit these people as an advantage. Destroyed.
Ja, es ist ein bisschen bedauerlich, dass da auch storyrelevantes Gequatsche bei ist. Während man hier um sein Überleben quasi kämpft. Oder während man kämpft, sagen wir mal so. Ich kann mich dann mehr nicht darauf konzentrieren, was sie erzählen. Das ist bedauerlich. Weil die sich ja auch was dabei gedacht haben bei der Story, ne? Naja. Oh, oh. Sollte jetzt nicht unbedingt an der Front stehen bei den Extended Range Medium Lasern. Bin ich nicht so der Brawler, der Frontkämpfer. Oh, das war ein guter Treffer. Aber ich merke gerade, das Wasser ist richtig krass. Oh, bin ich rausgelaufen. Aber das Wasser ist richtig krass, was die Abkühlung angeht. Ja, richtig schnell. Das ist schön. What a waste. Agreed. No clan would ever debase themselves by resorting to civilian shields. It is beneath us. Their blood is on Valisek's hands, not ours. If we pulled our punches, it would only encourage our next opponent to adopt similar tactics. Marauder. Exactly. These pirates are a lost cause. Let us hope that the Draconis Combine will not be so callous with their own civilians' lives. Echt jetzt? Versteckt sie hinter den Gebäuden hier, der Kollege? Target destroyed. So. Enemy mech eliminated. Schade, kein Wasser mehr hier. Das war schon schön. Schon angenehm. So, wo ist er denn, der Battle Master? Irgendwas passiert jetzt bestimmt mit der Frau. Mit der Sarah Weaver oder wie sie heißt. Unser Sakan oder ich kann mir die Ränge auch nicht merken. Unser Bosswoman. You are coming up on Target's last known position. Valisek! There's nowhere else to run. You have one final chance to come forward and die with honor. Nah. There's a bigger chance that I'll have my way with Melissa Steiner before the King of Santander dies to a self-righteous hag like you. Scan mode. Shroud one. Have incoming. Mine's taken care of. Sollen die Minen entschärfen, aber jetzt sehe ich gerade 3 von 6 sekundäres Ziel, aber ich weiß gar nicht, wo die noch waren. Ich habe die jetzt auf den Scan-Modus irgendwann nicht mehr angemacht. Das hier hinten, was immer das ist, das scannen wir noch, bevor wir jetzt uns in den Kampf stürzen vorne. So. Ne, waren auch mit Komponenten. So, was haben wir denn da? Ein Blackjack, der schon fast tot ist, ein Kintaro, der auch schon fast tot ist und ein Archer, der noch relativ unbeleckt ist. Dann gucken wir doch mal. Oh, da kommen wir nicht so gut dran hinter dem Felsen. So nah ran will ich auch eigentlich gar nicht. Oh, das hat ihn gekostet. A million Seabill Bounty for every cat you manage to skin. Disgraceful. Too much of a coward to even fight with your men? 10 mil to the man who brings me that nagging broad's head. 20 if you nab her alive. Oh oh. Nein. Heat suppression activated. Weapons online. Mhm. Weapons online. Ja, gut. Ich weiß, aber der hat seinen Arm verloren. Wir gehen auf die Distanz hier. Ah, die Wärme, ey, die Wärme. Wäre wirklich schön gewesen, wenn da unten irgendwo Wasser gewesen wäre. Wäre auch schön, wenn ich jetzt hier keine Interferenzen hätte. Focusing on your target. Destroyed. Super. Naja, gut. Ja, hitzekritisch. We are on your target. Gut. Cobalt 1, keep these vermin off me. Target destroyed. Stell dich nicht so an, du bist im schweren Mech. Yes, eliminated a target. Incoming missile. Au. Ja gut, ich stehe auch hier richtig. Übelst vorne. Au, 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 au.
So. Ja, ein schöner Gruppenkampf. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sie alle auf mich gehen hier. Ich gehe mal in Deckung. Dann können sie sich da mal schön... So. So. Das war es auch schon. Also da stelle ich mich jetzt nicht mehr drauf, da oben. Aber schön, dass sie immer so in einzelnen Gruppen kommen. Ne? Das war bei allen MechWarrior-Teilen schon so. Ist ja in fast jedem Spiel so. Dass immer alle schön immer in Gruppen kommen. Wollte auf die Beine schießen. Ach, dunkelrot. Hitzekritisch. On the Star Commander's target. Destroyed. Cobalt One, my fight is with Valisek, not with this rabble. I need your star to screen for me. Ja, wir sind dabei. Aber, oh, Cataphract. Aber das, Valisek ist ja noch nicht da. Auch ein schwerer Mech übrigens. The field is clear. No eyes on Valisek. I have eyes on him. We have him pinned northwest of your current position. Silver One, continue to box him in, but do not engage. I will be there shortly. He is mine! Oh. Tricks, no more lies, no more holes for you or your rats to scurry back to. Face me, Helmar Valisek, and die at my hands. I'll give you this, lady. You got some balls on you. I hope you're not too banged up after all this. I'll be sure to give you a more personal introduction after I pry you out of that pretty little mech of yours. Challenge accepted. Reclaim what is mine soon enough. In the meantime, you all don't look up at the sky too hard. Your brains might fall out. Oha. Der falsche König hat sich als noch größerer Feigling erwiesen, als ich gedacht habe. Hoffen wir, dass der Rest der inneren Sphäre ehrenhaftere Kämpfe bietet. Ich hätte jetzt nicht gedacht, ich hätte gedacht, das ist jetzt hier das Ende des Königs da und damit ist quasi das erweiterte Tutorial, so will ich es mal nennen, dann erledigt. Aber ist nicht so. Er kommt also anscheinend nochmal wieder. Die sind schon ein bisschen gullible, muss man sagen. Ne? Die Nebelpader-Leute mit ihrem ganzen Geblabla von Ehre und sowas, dass sich jemand da nicht dran hält, scheint für die ein völlig fremdes Konzept zu sein. Aber gut. Wer bitte ich, um zu urteilen? Fortfahren. So, jawohl, wir haben wieder EP verdient. Wir haben am wenigsten Mech-Komponenten. Deswegen holen wir uns da mal am meisten. So. Ach so. Geht gar nicht mehr als. Achso, weil er einfach nicht mehr da war. Achso, verstehe. Our work on Santander is complete, Sakan. We have cleared the rats from their nest.
despite the pirates' desperate tactics. What of Valisak? He escaped us. He has wasted enough of our time. One pirate is not enough to retake Santander, not with his command wiped out. It is time for us to move on. What of the other clans? Are we go for invasion? We are the final clan to finish operations in the periphery. All are ready to proceed. On your orders, Sakan. Order everyone to return to their ships. Depart for Santander's jump point, and prepare to commence Operation Revival. The Smoke Jaguar's opening wave will simultaneously target 10 systems within the Draconis Combine. The remaining clans will target a similar number of systems within the Federated Commonwealth and the Free Rasselhaeg Republic. The Silver Keshik and I will remain here to resupply and oversee our logistical interests. Galaxy Commander Perez, you will lead Beta Galaxy and bid on your next target. Prepare accordingly. I will, my Khan. Ready yourselves. The true invasion of the Inner Sphere begins now. Completed our jump into Draconis Combine space. Now, we take our first steps towards fulfilling the Great Father's hidden hope of returning home and reclaiming Terra. Mere 2 years after our ancestors' exodus, Minoru Kurita and the samurai of the Draconis Combine ignited what would become the Succession Wars. Kerensky's prophesized forever war, the plunge the Inner Sphere into centuries of destruction and barbarism. Smoke Jaguar have won the honor of bringing vengeance down upon House Kurita and their fascist regime. And it now falls to all of you be the vanguards of Kerensky's justice against the very successor state that aided the usurper and ushered in the downfall of the ancient Star League. To be his sword. To cut down a corrupt system that sees humanity subjugated to the whims of petty warlords, and to carve out a legacy that we forever etched in history. Uiuiuiui. Ich bin schon ein bisschen gehypt. Ungelesene Benachrichtigung. Achso, Forschung abgeschlossen und so weiter. Alles klar. Schließen wir mal. Alles klar, gut. Wir sind fertig mit Santanders Killern. Wir haben den König leider nicht erwischt, aber was soll's. Aber jetzt hat die Invasion wirklich begonnen. Wir sind auf einem neuen Planeten mit neuen Missionen. Ja, und sind jetzt auch nicht mehr unter dieser Sarah Weaver, sondern sind jetzt hier unter unserem direkten Boss. Ich habe leider auch vergessen, wie er heißt. Mit seinem, hätte man so ein bisschen einen Schlafzimmerblick. Aber ich bin trotzdem, was die Story angeht, jetzt schon ein bisschen gehypt. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ich hoffe, euch geht es auch so. Aber wir fangen damit jetzt in der nächsten Folge an, mit den Missionen auf diesem Planeten hier. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt, um einen Cut zu machen. Gut, hat mir wieder Spaß gemacht, auch wenn ich mir heute auch wieder aufgefallen ist, dass das Spiel immer noch sehr stark, also nicht flüssig läuft. Also die Grafik zusammen mit meinem PC sollte eigentlich dafür sorgen, dass das Spiel butterweich läuft und mein PC sich dabei langweilen sollte. Aber es ist nicht so. Es läuft nicht so ganz flüssig. Gut, ist bedauerlich, aber so ist es halt nun mal. Ich hoffe, da wird noch
ein bisschen nachgeschärft. Hatte ich aber auch von gelesen, dass das Problem bestehen sollte. Ich hatte nur gehofft, weil ich jetzt auch so ein paar Tage nicht gespielt hatte, dass das Problem erledigt sei, aber ist eben leider noch nicht so. Ich hoffe aber mal, dass das bald erledigt wird. Ich hoffe auch genauso, es hat damit nichts zu tun, aber ich hoffe genauso, dass ihr bei der nächsten Folge, die es garantiert geben wird, wieder mit dabei seid. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit, heute noch einen schönen Tag und dann verabschiede ich mich mit einem Gruß, euer 80.